Außen knusprig, innen saftig. Das Fleisch fällt förmlich vom Knochen. Das Geheimrezept von Barbecue-Meister und Gastronom Paul Gürtler, low and slow. Die Rippal werden schon am Vortag gewürzt, dann 6 Stunden lang gesmoked, also geräuchert. Wir machen diese Variante, die heißt 3-2-1 Rippal, also 3 Stunden bei 120 Grad heiß räuchern im Barbecue-Ofen, dann noch 2 Stunden rasten lassen im Barbecue-Ofen, das wird mit einer Marinade bepinselt und zum Schluss noch 1 Stunde richtig heiß geräuchert. Das Ganze in diesem Griller, besser gesagt in diesem amerikanischen Smoker. Hier haben rund 200 Portionen der sogenannten Smoked Ribs Platz. Normalerweise verkauft das Pauls am Linzer Domplatz pro Monat rund 6000 Portionen Rippal, Steaks und Burger. Mit Corona und dem Lockdown am 15. März stand schlagartig alles still. Gut geschlafen habe ich nicht. Also das war schon sehr, sehr hart. Wenn man vor Entscheidungen steht, was machen wir jetzt mit den, wir haben 60 Mitarbeiter mit unseren 2 Betrieben, was macht man jetzt mit den 60 Mitarbeitern, die keine Beschäftigung mehr haben, die trotzdem ihre Fixkosten zum Decken haben und die kann man auch nicht einfach kündigen. Auch der Leondinger Winzer Florian Eschelböck stand plötzlich allein am Feld. Erntehelfer blieben aus und das ausgerechnet zur Schnittzeit. Wir haben gerade im Winter Schnitt gemacht und auf einmal waren keine Arbeiter mehr da. Das heißt, wir haben heuer unsere Weingärten wieder alle selber geschnitten. Und bei 13 Hektar ist man dann ganz schön lang unterwegs, weil das war nicht der Plan. Das ist von einem Tag auf den anderen eigentlich gekommen. Am Vortag haben wir noch gesagt, das kommt sonst nicht. Und auf einmal war es da. Hat getroffen auch die Eventbranche. Konzerte, Veranstaltungen, Feste abgesagt. Die Konzerte werden abgesagt. Das bedeutet weniger Geld. Oder kein Geld. Kein Geld. Also es hat weh da. 9 Wochen später erwacht das Gastro- und Kunstleben wieder. Trotz Öffnung, Nachwirkungen bleiben. Man merkt es jetzt noch, die Gäste sind sehr unsicher. Aber was man auch gemerkt hat, es ist eine extrem positive Stimmung bei den Gästen. Also es will ja jeder wieder fortgehen, es will ja jeder wieder genießen, es will sich jeder im Lokal einfach wohlfühlen. Mit 1. Juli fällt nun die Maskenpflicht im gesamten Gastrobereich. Für Geschäftsführer Paul Gürtler ein Schritt Richtung Normalität. 8 Stunden täglich, dann nur dazu bei Gastgartenwetter mit der Maske herumrennen, ist jetzt kein Spaß. Schon gar nicht vor diesem 120 Grad heißen Smoker. Geräuchert wird übrigens jeden Donnerstag ab 16 Uhr. An den restlichen Arbeitstagen gibt's im Pauls beim After Office zu jeder Flasche Wein Tapas dazu. Na dann, Mahlzeit.